Hallihallo, ihr Lieben. Da sind wir wieder, Conny und ich. Und heute haben wir uns was Schönes ausgedacht. Heute wollen wir random Dungeons laufen. Nach einer Art Zufallsprinzip. Jetzt haben wir hier keine grafischen Einblendungen oder irgendwas, sondern haben System. Wir stellen uns einfach mal vor, hier in diesem Beispiel nehmen wir mal diese Karte hier. Und Conny sagt als erstes also sie zählt von 1 bis 12. 1 bedeutet hier, das ist denn die Uhrzeit. Bis 12 hindurch. Und sie ist hier durch und ich sage irgendwann Stopp. Und wenn sie dann als Beispiel bei 7 Uhr stehen bleibt, ist der Pfeil in diese Richtung. Jetzt kommt das nächste. Sie nimmt einen Buchstaben. Der Buchstabe zählt sie von A bis Z alle durch. Und irgendwann bleibt sie beim Buchstaben stehen. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel beim H. Da haben wir natürlich zwei übrig. Deswegen macht sie zur Sicherheit noch einen zweiten Buchstaben, den wir wieder Stopp machen. Und welcher denn dichter ist von den beiden, den nehmen wir jetzt. Nehmen wir als Beispiel Hilfsfluch. Und hilfst, ah nicht hilfst du, Hochinsel. Nehmen wir den mal als Beispiel. Und da sehen wir 7 Uhr in diese Richtung, fällt zum Beispiel Erdwurzel-Enklave, ist wieder ein Verlies. Und da gehen wir denn hin und probieren uns den dann aus. Den haben wir zum Beispiel noch nicht gehabt. Kann auch sein, dass einer kommt, den wir schon hatten oder sogar schon mal gestreamt haben. Aber jetzt stell dich erstmal vor. Ja, hallo, hier ist Madame. Ich bin auch dabei und ich zähle. Ja. Keine Ahnung. Ich zähle. Und machst du Buchstaben? Ich mach dir alles, was du willst. Eigentlich ist das halt Schulung für die Uhr, wenn die Uhr lesen kann. Bloß, dass Ja, man sich wird fantasiert. Zeit, dass ich das lerne mit meinen 52 Jahren, ne? Dann mach mal hinne. Soll ich jetzt anfangen? Na, warte, 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 aber Alphabet kannst du auch. Nee. Kannst du nicht. Ich habe mir hier einen Zettel vorbereitet. Aber weh, du wärst bei Ä, Ü oder so ähnlich. SZ. Ja. Das war wieder klar. Okay, gut. Dann machen wir es einfach mal los. Jetzt machen wir erstmal von 1 bis 12 und ich sage dann Stopp. Eins. Stopp? Sieben. Ach, echt? Ja, Entschuldigung, das war Zufall. Ja, weiter. Okay, gut. Jetzt sagen wir, wir beginnen mit dem Buchstaben. A. Stopp? L. Okay, jetzt sind wir bei L. Jetzt nehmen wir noch einen zweiten Buchstaben zur Sicherheit. Gibt's L überhaupt? Naja, Ah, nee, gut. warte mal, ich guck mal nach, ob es L gibt. Ich glaube, L gibt's nicht. Ist ja egal. Dann nimmst du den nächsten mit M. Nee, LM. NOP. K, K, L. K. K wäre dann das nächste. Ja, jetzt haben wir aber drei K, hier ein paar Ks. Ja, Kaiserstadt fällt ja aus, ne? Also, ach so, jetzt muss ich noch einen Buchstaben sagen. LM. Das ist LM. Wir liegen zwischen Mandabaltor und Kluftspitze. Ja. Der zweite Buchstabe zählt. Also nochmal. Ja. A. Stopp. P. P. Der zweite Buchstabe zählt. Luftspitze, da ist ein P drin, los. Ach so, mal. Kluftspitze 7 Uhr. Da ist nichts. Das dichteste von 7 Uhr. Ist er wirklich nicht? Da ist gar Doch, doch, doch. nichts. Wenn du, doch, hier ist was. Das dichteste von 7 Uhr. Krypta der Herzen. Ja, los. Keiner ist ein Plus. Ist das ein. Oh Gott. Dann reiß da mal hin, Mister. Können wir das überhaupt? Das weiß ich nicht. Gucken wir einfach mal nach. Aber ich habe mir ja auch einen etwas schwereren gewünscht, weil das immer sonst so geht wie Butter. Das ist doch blöd. Ich will jetzt hier mal richtig sterben. Okay, da hätten wir Kluftspitze 2 nehmen sollen, aber ich glaube, Kluftspitze 2 schaffen wir nun wirklich nicht. Also, Aber den, hörst du da? ja. Zu Spielerreisen. Wupp. Ich komme jetzt angebeamt. Ja, ich muss noch ein Waren paar wir Fähigkeiten. da schon mal drin? Ich glaube, wir waren sogar schon mal drin, aber ich habe ja gesagt, kann passieren, dass wir da schon Okay, mal drin. also haben wir keine Quest. Wieso geht das nicht? Ach, weil ich auf dem Pferd sitze. Ich bin ja auch wieder ich bin ja wieder Spezialistin. Also Spezialistin. Norrens. Ich denke die ganze. Nee, funktioniert nicht. Wieso nicht? Ach ja, weil wir nicht in einer Gruppe sind. Es ist natürlich hilfreich. Okay, dann muss ich meine Gruppe in Gruppe einladen. Nö, ich will nicht. So total unvorbereitet hier wieder. Ja, wie immer. Wir sind ja immer Chaos und so. So, jetzt komme ich aber angebeamt, ganz ehrlich. Ehrlich? Das hört sich doch gut an. Ganz, ganz ehrlich. So. So.
Götter der Herzen, ich weiß nicht. Gut, warte mal, habe ich Barfood drin? Ja. Sonst nur jetzt? Nö. Ich esse noch mal ein bisschen. Wie sieht denn meine Rüstung aus? Ich habe auch wieder keine Ahnung. Naja, es geht noch. Alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Na, dann mach mal los. Ich taper dir einfach nach. So. Hast du was gefunden? Nee, ich bin im Zaun hängen geblieben. Ich denke gerade, wieso geht das hier nicht weiter? Achso, ich bin ja Nahkämpfer. Ich habe eben meinen Arkanisten gespielt. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen irritiert. Ah. Schauen wir mal. Hier ist was. Verrat untersuchen. Ach, gucke an. Hast du noch nicht? Doch, habe ich. Ich war hier schon mal drin, ja. Ja. Meine ich doch. Wir waren hier sogar schon mal drin. Oh, guck mal hier, der hat Copping. Copping? Ach, jetzt bist du schon weg. Ja, komm mal gucken. Hier, guck, der hat Copping, der arme Schatz. Darüber hinaus ist er irgendwie versteinert. Oder der will einfach weggucken. Der hat wahrscheinlich... guck mal, die liegen auch so versteinert hier rum. Ich glaube, den hatten wir mal random gemacht gehabt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. So. Oh, Loch. Ja. Ja, gut, geht ja nicht anders, ne? Einfach runterspringen. Jetzt wirst du dich erkennen. Wirst du es wieder erkennen. Jetzt werde ich mich erkennen. Naja, wahrscheinlich. Ja, hier waren das wir schon. Das ist schon mal gut, ne? Ja, du wirst jetzt sagen, das ist ja doch so ein einfacher. Ja, ich habe mir ja einen schweren gewünscht, ne? Das kann doch kommen. Wir sind ja nicht am Ende hier. Ich wollte gerade ein Buch lesen. Ach, ich kann ja. Ich bin ja mit Asandar da. Dann lies mal ein Buch. Ich lese auch ein Buch und ich habe hier eine Schatztruhe an meiner Stelle. Der ist so gar nicht begeistert, ne? Ich habe einen Schatz... Ne? Oh, du hast schon halt gepult. Was denn? Ja, ich sehe schon. Du hast mal den Boss gepult. Das war doch kein Boss. Der hatte nur 200.000. Kann ja nicht sagen. Ach, wir sind ja wirklich ziemlich leicht hier drin, ne? Das war ein Boss im Leben nicht. Oh, jetzt gehe ich zur Truhe. Sind wir doch wieder in so einem Pipi-Ding drin? Ja, sind wir doch wieder drin. Ne? Unzufrieden. Unzufrieden? Ja. Musste nicht. Was habe ich denn? Schon hat es nicht gesammelt. Warte mal, dann kann ich ja dir auch noch was geben. Das habe ich. Warte. Pulser. Gesammelt. Auch ich hab's gesammelt. Na denn? Können wir sie einfach mal binden, damit wir sie. Damit es nicht so problematisch ist. Oh, nochmal Buch lesen zur Sicherheit. Jetzt kannst du kümmern. Kümmern. Gucken, was um die Ecke uns erwartet. Im Zweifel Feinde. Klar, mein Brett kommt, wenn alles schon am Boden liegt, wie immer. Naja, die sind leider zu einfach, der Dungeon. Du willst aber jetzt nicht abbrechen, oder? Nee. Was wir angefangen haben, ziehen wir durch. Mach doch einfach irgendeinen, den wir noch nicht hatten und der schwerer ist. Naja. Dann machen wir. So. Ist das ein Boss? Ja. Der Kapitän hier. Ja, da ist ja wenigstens ein bisschen was Leben drin in dem Kerl. Ja. Dann hoffen wir mal, wenn du irgendwann denn so sterben solltest, dann ist es der Richtige. Nö, irgendwie kann der nix. Oder da kommt da noch was. Doch, da kommt noch was. Boah, Bastian hat gesagt, er schafft's nicht. Was ist der am Schwächeln? Hat er nicht gefrühstückt heute? Nee. Nicht gesammelt. Bahn. Oh ne, Turm. Nicht hier.
Besen machen wir Stickalbum voll. Ja, das stimmt, das machen wir wenigstens. Aber ich will einen schweren haben. Du kriegst. Nicht Wir werden nachher nochmal dieses. unzufrieden. Unzufrieden. Das war mir so klar. So. Skelett. Jetzt lang hier. Ja, da. Oh. Guck, da stehen so rum die Kameraden. Aber der Dungeon war mal schwerer gewesen für uns. Ja, aber jetzt sind wir hier schon ein bisschen größer. Oder ich komme demnächst mit meinem Arkanisten hier hin. Der ist gerade mal 12. Uiuiui. Dann ist das schwer. Hier im So bin Wasser ich. war. Ich gehe bloß mal gucken, ganz kurz, ob da irgendwas Schönes ist. Ich denke mal nicht, oder doch? War das nicht der Sonderboss? Nee, da gibt's keinen. Da gibt's in dieser Ecke keinen Sonderboss. Kannst du zurückkommen? Ist nichts da. Na gut. So, da waren wir, jetzt gehen wir hier lang. So, jetzt mach mal hin hier. Huch, was war das dann? Das war ein Fehldruck. Ich habe gefettfingert. Fehldruck. Ich habe gefettfingert. Autsch. Aber dahin siehst du, Fettfinger. da ist auch wieder ein Boss. Der hat bestimmt auch ein bisschen Leben. Los, Pappelapper. Der steht da nur blöd rum. Also, Bastian. Das ist kein Boss. Er hat 1,2 Millionen. Ach ja, dann soll das wohl doch sowas sein. Das ist der, der gegen die Wand immer rennt, der mich an Blickfaust erinnert. Ach, mit Schlickfaust, ja. Aber Schlickfaust ist interessanter als der hier. Au, 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 au. Nicht au. Muss denn mein Ulti? Wieso kütet das nicht? Ja, jetzt kütet Russ, wo der da hinten steht. Glyphsball. Komm her. So. Na gut. Ja, eben Erzküras. Nicht gesammelt. Das ist ja wirklich schon mal gut, da hast du recht. Da hast du recht. So, da hinten wird zwar nichts geben. Oder? Nee. Da gibt es nichts. Wir können da weitergehen. Es wird schneller. Wo ist er denn jetzt? Ach. Die Schwierigkeit ist mir hinterhergegangen. Ich bin, da war Glitzer, ich bin abgelenkt worden. Da war so ganz viel Glitzer, Geditzer, weißt du, da musste ich mal eben. Und fort warst du. Mal hier, da Musste glitzert ich und mal. blinkt es, da kann den Weg musst du laufen. Willst du mich jetzt verarschen? Ja. Und das, wo ich dabei bin, Mache traust ich dich was? gerne. Ja. Aber wir müssen jetzt gleich noch die Treppe hoch. Also nochmal zurückgehen den Gang. Boah, ich latsch mir hier Blasen an die Füße, echt. Ja gut. Hier? Ja, hier hoch und dann wieder links. Und da kommt ein kleinerer. Der Typ, der ist Ach, irgendwie. hoppala. Der ist zu groß für diese Dass Tür. ich nicht den Schädel da stößt, obwohl es merkt ohne mehr, ne? Hier gibt es Ein einen. bisschen Bräge. Ja, der ist ein bisschen weniger. Also die Hälfte stark. Aber das kriegen wir schon hin. Uiuiui. Mal hier, wie schön schnell der runtergeht. Ich wünsche zu, ich wünsche mir einen schweren. Guck mal, ist da hier? Kann man hier hopsen? Was passiert denn jetzt? Ist das ein Knopf? Nö. Schade. Denn? Wo bist du denn schon wieder? Ich bin einfach wieder zurückgelaufen. So. Hier? Hier? Wo hier? Und jetzt? Jetzt gehen wir hier weiter. Gehen wir hier einfach weiter. Ach, hier ist ein schwerer Sack. Da ist ein schwerer Sack. Der Bastian hat Warum wieder. bleibt er einfach stehen? Sagt er mal, Seht hallo? ihr das? Jetzt sagt er mir, seht ihr das? Der ist. So, Freunde, kommt mal her. Oh. Jetzt. Da siehst du. Ach, den habe ich jetzt gar nicht bekommen, richtig. Zu gut aufgemacht. Ich wollte eigentlich nur looten. Und jetzt kütt der hier. Ah ne, das sind alles so kleine Ja, Husementucke. Husementucken. Aber ist wirklich schneller geworden. Au. Nö, nix au. Rödelt nicht länger. Jetzt schimpft der schon wieder mit mir.
Es war ein Bösslein. Oh, merkst du nicht, Mann. Es kommt ja noch einer. Gesammelt, gesammelt. Willst du mal gucken? Achso, jetzt habe ich die alle gebunden. Warte ruhig bei dir auch. Ja, aber ich habe die ja schon. Ja, dann ist egal. Der ist ja ziemlich einfach. Jetzt kommen wir zum Doppelboss. Welchen willst du nehmen? Rot oder blau? Ich will nur in der Dash. Ach so. Ich nehme blau. Okay, dann nehme ich rot und dann gucken wir mal nach. Wer ja schneller runterkloppt ist. Ja, du natürlich. Wie du weißt, bin ich ja ein DPS-Wunder. Tu den mal ein bisschen wegziehen da. Oder nicht? Ja, das macht. Der bleibt da stehen einfach. Haben wir wieder unseren Tank nicht dabei? Nee, aktuell nicht. Und? Au, au! Der hat mich gehauen. Na, guck an. So, meiner ist platt. Ich helfe dir schnell bei deinem. Wieso regnet das jetzt hier? Haben wir hier kein Dach? Nee. Ja, blöd, sobald. Jetzt werde ich noch nass beim Sterben, du. Hm. Naja, gut, ich hab's überlebt. Guck mal, schon ist der Regen fort. Oh, der konnte Regen machen. Glöße. Ja. Das war der Bus, der hat Regen gemacht. Weil ich so ein Feuersalamander bin, hat der Regen gemacht. Feuersalamander. Ja, ich bin ja hier auch. Viel Feuer, Feuer. Der hat es riechen lassen. Das ist ja ein Schlauberger. Ein Stückchen gucken. Wo gehst du denn jetzt? Gehst du nur zurück oder richtig? Oder ich gehe erstmal. Sind wir nicht gerade in der anderen Richtung unterwegs gewesen? Nein. Doch, doch, hier ist, guck mal, schon wieder der mit Copping. Ja, wir sind schon richtig. Na gut. Jetzt gehe ich wieder hier zurück. Ich den ein. Ja, das sag ich doch. Hier bin ich doch hängen geblieben. Jetzt nicht durchs Portal gehen. Hier, durch das soll ich nicht. Oh, oh. Mensch, Mensch, da bist du wieder auf dem Ziel. So. Wie, das war's schon? Ja, das war's schon. Jetzt ist das. Nee, komm, jetzt such mal einen richtigen aus. Ich will jetzt mal was Schweres haben. Okay, wir können es ja so machen, dass du denn was aussuchst. Also ja, ich suche jetzt einen aus. Pass auf, ich weiß eh nicht, was ist. Nee, ich kann ja die Buchstaben und Zahlen sagen. Soll ich das diesmal machen? Das bringt doch nichts. Dann haben wir wieder so ein Pipifax. Na gut. Ja, naja, wenn du das so willst, mir egal. Warte mal, ich kenne mich hier gerade zu Hause nicht aus. Na gut. Gucken wir mal nach. Erstmal verwerte ich den ganzen Blödsinn, den ich hier habe. Dreimal den eben. Nee, zweimal den eben. Als Gott. Akyras. So. Was haben wir da? Prächtige Glyphe. Verhieren. Verkaufen. Und Flaschen frei machen. So, die Täschchen sind wieder freier. Jetzt kann es gleich losgehen. Ja gut, dann machen wir halt nochmal. Jetzt kannst du ja mal den Stopp sagen. Ja, dann fang an. Eins. Stopp. Sechs. Okay. Ist aber ein langsamer Zähler, ne? Extra langsam ist hier. Jo, sechs. Und nun noch ins A. Dann sag ich. A. Stopp. I. 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 Einfach nur das I. Was haben wir mit I? I. Jetzt haben wir ein H. I. Also sind wir bei. Wir sind bei Hochinsel oder Hilfsfluch. Das I. Also. No, noch uns. Warte mal kurz. Wir mal gucken. Hilfsfluch hat sowieso keinen Dungeon. Also ist die Hochinsel. Hochinsel. Jetzt haben wir 6 Uhr gewählt. Jetzt mal gucken, was haben wir 6 Uhr hier? Da. Genau den Endwurzel-Enklave, den wir eben noch hatten.
Der gleiche? Nee. Ach so, nee. Wir lassen den natürlich ausfallen, denn. Wie, wir lassen den ausfallen? Nee, wir lassen den dann ausfallen, wenn es der gleiche sein sollte, den wir eben gemacht haben oder den wir heute schon gemacht haben. Lassen wir den natürlich ausfallen, ist logisch. Ja, das System ist noch nicht perfekt, aber. Ah, was Besseres ist mir gerade aktuell nicht eingefallen, muss ich ehrlich sagen. Tja. Also, Hochinsel und zur Endwurzelenklave. Waren wir da schon mal drin? Wir müssen ja eine Nein. Quest annehmen. Ja, dann müssen wir eine Quest annehmen. Also ich war da noch nicht drin. Wenn wir sie nicht vergessen, wieder abzugeben. Das ist ja auch eine unserer Spezialitäten, ne? Okay. Aber hier ist ja aktuell keine Quest. Also auf jeden Hm, Fall. vielleicht ist sie draußen. Manchmal sind die draußen. Ach so, dann bist du wieder ganz draußen, ne? Nee, da ist eine Quest. Druiden Laurel. Ah. Hat wieder nicht geklappt. Ich muss es nochmal machen. Warte. Wieso klappt das jetzt neuerdings nicht? Hier nicht. Haben wir Wurmlochstörungen? Jetzt. Oh. Ja, irgendwann werden wir die Prüfung zu zweit machen. Okay, da bin ich. Gut, dann auf da. Oh, wir haben einen Einsiedlerkrabbe bekommen. Hast du gesehen? Einfach nur, weil wir hier sind. Stimmt, deswegen. Bittliche Begleiter. Exotisch. Wo ist das Vieh? Da. Maulbeerfarbener Einsiedlerkrabbe. Naja, ich weiß es ja nicht. Ne? Das darf nicht wahr sein. Erzdruide Deverick und der Feuersanktzirkel haben angegriffen. Die Steinlehre-Druiden sorgten jahrhundertelang dafür, dass dieses Land sicher ist. Die Erzdruidin hier hat ihnen die Enklave geöffnet und Erzdruide Deverick hat sie umgebracht. Sie haben alle umgebracht. Er hat es auf den heiligen Samen der Steinlehre abgesehen. Ich bin mir sicher, er wusste, dass wir ihm nicht sagen würden, wo er ist. Seine Anhänger griffen ohne Zögern an. Erzdruide Deverick, diese verbrannte Kruste, darf nicht gewinnen. Haltet ihn. Warum macht Erzdruide Deverick das? Ihn nennt den versucht diese verbrannte flammende Kruste. Feuer, die Zirkel zu Hm. Er meinte, er hätte es auf den Na ja, Stein. gut. Die Quatsch ist bestimmt wieder ganz viel. Sein Dorf. Hat hier wieder jemand Wäsche aufgehängt. Vielleicht Ja. Druiden folgen. Look. Hier. Ganz viel Wäsche. Schön, ne? So. So, jetzt können wir den Weg hier so schön laufen. Oh, hier ist ein Weg, ja. Oh, da kommen schon die ersten Feinde. Fallen auch alle um, wie die fliegen. Aber hier waren wir noch nicht drinne. Naja, immerhin. Habe in der Pampe gestanden gerade. Dann gehen wir mal weiter. Bin interessant, wie die Bosse denn wären. Wie viele Millionen Leben sie denn haben und ach. Also, die hier gehen so leicht, das wird nichts Schweres sein. Lass sie nicht täuschen. Oh, ich habe einen Kyras des Gefährten bekommen. In beflügelt. In lila. Naja, lila ist jetzt nicht gerade. Lila ist zwar schön, aber es ist nicht das Gute. So. Das machen wir. So ein komisches Etwas. Hauen wir mal darauf, auf das etwas. Och, ich bin. Etwas ist. Naja. Hast du platt gemacht? Warte mal, hier muss irgendwo ein Buch sein. Ich, dann komme ich dir mal hinterher. Du hast ja dieses Addon. Ding,
Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Und gefunden? Ja. Ja. Yippie! So. Gehen wir mal den Weg weiter. Oh, guck mal, hier ist schöner Gemüsegarten. Siehst du? Möhrchen, Kohl. Salatköpfe sind schon in den Körben drin, da kannst du einfach rausnehmen. Kürbelis und was ist das? Mais oder jetzt? Ich weiß es nicht. Cannabis. Hä? Wo bist du? Ich bin hier. Wieso gehst du da? Weil ich jetzt neugierig bin. Wenn du nach Kürbissen und Dingsbums guckst, guck ich immer hier. Hier ist sogar ein Lagerfeuer, was ich entzünden kann. Stell dir vor. Könnte sein, dass hier was passiert gleich. Na, dann mach mal an. Oh! Okay. Und nu? Das war es schon. Kannst du nicht mal was looten hier? Oder das war jetzt nicht so spektakulär, ne? Aber das Feuer. Jo, haben wir hier ein St. Martins Feuer. Ja. Gibt's denn am Anfang auch noch Feuer? Ach, schade. Na denn, gehen wir weiter. So, da sind wieder ein paar Gegner, die. Da sind hier diese komischen, diese da. Die toten Dinger da. Der Bär erstmal. Verblitzt. Steckt eure Waffen weg. Die Schlacht ist gewonnen. So. Ist er? Und nu? Jetzt gehen wir den Weg lang. Das Podium der Steinsicht? Etwas stimmt nicht. Wie eine Böe auf See. Hm. Was macht sie jetzt? Ich hab gedacht, die hat sich weggehantiert, keine Ahnung. Ach, gucke an. Aha, so. So, jetzt gucken wir nach, wie wir nehmen. Losgehen? Noch nicht. Oh, raus da. Wieder in die falsche Richtung. Ja, ich bin gerade erstmal reingeportet. Du hast schon den angegriffen. Ah. Wie, du bist reingeportet? Ich war außer. Ich habe den nicht angegriffen. Der ist reingelaufen. Die Tante hat doch mit dem gesprochen. Hm. Und wenn überhaupt, dann tut er mich. Warte mal. Oh. Also, wenn der das nächste Mal wieder das macht. Hinter einer Steinsäule. Gut zu wissen. Oder hinter irgendwelchen hier Steinen oder sowas. Ja, der wird uns die jetzt weghauen, die Steine. Nee, wird er nicht. Und... diese Säule hier, okay. Da sind immer wieder neue Säulen da. Oh, ich bin wieder hinter einer Säule. Also ich finde, das macht Spaß bei dem. Oder? Ja, aber welche Säule? Immer wenn ich mich hinter irgendeinem Stein verstecke, tot. Ist tot? Ja. Wir gleich nochmal versuchen, oder? Ja, du machst den weg jetzt. Erdbebenstampfer.
Weiß. Naja, ich kenne den Boss noch nicht mit den Mechaniken. Ich weiß noch nicht, hinter welcher Säule hast du dich denn jetzt versteckt. Ich habe mich immer hinter den Steinen versteckt. Das hat mir aber nur geholfen. Da bin ich trotzdem gestorben. Guck, du kriegst das trotzdem ab. Siehst du? Stehst ja trotzdem dran. Ja, das stimmt. Aber du bist wieder am Leben. Ach so. Komischen Steine, die am Rand liegen, die kannst du dann benutzen, wenn er sowas Großes macht. Ja, habe ich ja gemacht, das hätte mir nicht geholfen. Na gut. Aber wir haben es hinbekommen. So richtig verstanden habe ich die Mechanik jetzt noch nicht. Warte, ich erkläre sie dir nochmal. Weil das nicht so wirklich funktioniert hat, hinter die Steine zu gehen. Nein, das geht. Es gab einmal diesen komischen Säulenstein oder dieses komische Ding wie bei Stonehenge. Da konntest du dich verstecken und einmal gab es hier an der Seite immer irgendwelche drei so einer Steine. Da konntest du dich auch hinter verstecken. Nein, nee, die drei Steine, das waren ja diese steinernen Viecher und die haben mich nicht beschützt. Doch, die haben nicht beschützt. Weil der macht am Ende ja, die Fläche wird größer und der macht am Ende so einen Sturm, so, was so wegstößt. Und diesen fängt der Stein ab für dich. Ja, aber die Suppe nicht, ne? Die Suppe da, die ist keine aber Suppe. Die Void Zone, die hast du trotzdem am Nein, Arsch. Ja, die hast du am Arsch, die Void Zone. Aber die macht keinen Schaden, wenn du hinterm Stein stehst. Die Void Zone macht Schaden, wenn du hinterm Stein stehst. Nein, nein. Daran bin ich gerade gestorben. Ich sag's dir nur. Ja, du musst es hinterm... Na gut. Wer weiß. Also, ach so, wir müssen ja da hinten weiter. So, hier ist irgendwo... Ah, hier geht's weiter. Eve Wurz. Gott, wie sieht's denn hier aus? Das sind dann so die Dinger, wo ich mich regelrecht verlaufe. Ja. Ach, herrje, das ist ja nichts für mich, ne? Könnt ihr nicht so Hinweisschildchen, so Leuchtreklamen hinstellen? Hier lang. Madame, hier lang. So alle 2 Meter. Hier lang. Das fände ich cool. Das wäre dann für mich genau richtig. Ah, da geht's nicht weiter, das ist ein Abgrund. Aber wir könnten zwar runterspringen, aber mache ich nicht. Obwohl, doch, wir gehen zurück. Wir gehen zurück, ist besser. Platsch. Krieg ich doch noch ein nasses Höschen wegen dir. Danke. Oh. Ich bin die Pfütze hier. Warte mal. Ich dachte, ich könnte hier was. Was sind das denn hier für welche? Vielleicht tote Wesen. So. Aber waren keine Bosse. Nix. So, und jetzt? Ja, mal, ich muss mal die Quest reinnehmen von der Hochinsel. Folgt Erzdruid. Oh Gott, wir hätten die folgen sollen, aber okay, gut. Haben wir wieder alles falsch gemacht. Süße. Wo ist die Tante denn? Komm, nimm mal dein. Geh mal mit und drück mal das X hier. Und jetzt kommen wir hinterher. Ein bisschen Speed, damit du schneller bist und nicht so rumtrödelst. Ich wieder, wa? Ja, du wieder. Nee, alles ist gut. Das wäre erledigt, denke ich. Ja, guck an. Wieder mal was geschafft. Wo bist du?
Ich habe mich einmal gedreht wegen der Qualle und dann war ich wieder unterwegs, in die rückwärtig unterwegs. Schon wieder hüpfen? Ja, jetzt hier runter. Aber das der richtige Weg ist, ich weiß es ja nicht. Wir sind hier nur am Hüpfen, das kann nicht richtig sein. Das war der Anfang. Auch geschafft. Gehen wir hier rechts rum. Komm, der arme Kuschelbär. Rechts rum, nicht links. Ich wollte den Kuschelbär mal ein bisschen streicheln, aber der ist schon ziemlich steif. Kommen wir gleich nochmal vorbei. Oh, und wieder hüpfen. Ja, ich weiß es ja nicht. Ja, wir gehen ja nur mal einmal im Kreis. Das ist hier der Hüpf-Dungeon. Nee, der Und jetzt runterfallen. bringe ich meinen Hüpfsack mit. Schade, an dieser Blume kann man nichts machen. Oder? War da was? Nö, ich glaube nicht. Ich dachte, da kann man wieder X drücken oder sowas. Schade. Gibt es eine neue Fähigkeit oder sowas? Oh, So. und wieder hüpfen. Na, ich weiß es echt nicht. Oft, wie du gehüpft bist. Jetzt sind wir ja schon wieder. Hä? Ich verstehe das nicht. Du musst es nicht alles verstehen. Ich gehe jetzt hier. Warte, nein, nein, nein. Ich gehe jetzt hier. Oh. Das ist doch falsch. Das ist doch alles. Oh, ich hänge im Gestrüpp fest. So, dann die letzten Mal. In dem Westen haben wir sie alle getötet dann. So, jetzt muss ich mal warten, bis sie kommt. Da kommt sie schon. Hier können wir wieder Xen. Und eine Schatztruhe. Die ist schwierig. Na dann mach auf, das Dingen. Ein Gemälde. Warnung des Lichts. Okay. Nicht gesammelt. Binden. Wenn wir mal das Gemälde angucken, was ich bekommen habe. Ach, guck mal hier. Nee, war schön. Echt? Naja. Ja, dann muss immer. Ja. Jetzt tun wir wieder hüpfen. Diesmal nicht. Diesmal Nee. laufen wir einfach zurück zum Anfang und gucken nach dem Pfeil auf der Karte und laufen einfach hier zu deinem Bär hin, den du eben noch zu den Schatzemann da, oder wie du gesagt hast. Der arme Guck. Ja, der ist tot. Arme Mausepause. Sind die hier lang? Guck mal, da sind wieder Feinde. Geschafft. Und nun gehen wir hin. Ja. Ja, das war's. Lasst mir einen übrig. Den anderen da wieder gesagt. Ich glaube ja. Weil sonst haben wir ja hier keinen. Der Bastian hat nicht so eine Stimme.
Chance zu looten? Das muss aber besser werden. Ja. Aha. So, jetzt? Gehen wir hier. Erstmal hier gucken. Wir hüpfen jetzt nicht runter, aber ich will jetzt einfach nur mal gucken. Kann ja sein, dass hier eine Schatztruhe-Ecke hängt oder sowas. Oder liegt. Nee, aber zurück. So. Wie viel denn auf einmal wach werden? Rett. Zack. Steckt ihr fest oder habt ihr beschlossen, euch nicht zu rühren? Ah, diese Bäume müssen da weg. Bäume müssen auch, ja, ich merke gerade. Freunde. Das gefällt mir aber gar nicht, ne? Ach, der war nur besetzt. Okay, da bin ich einverstanden. Ein besetzter Baum. Wollte schon sagen, Bäume zerstören ist ja nicht so meins, ne? Aber gut, wenn er besetzt ist, jetzt habe ich ihn ja befreit, ne? Warte mal. Oh, guck mal. Fernsehen. Guck mal da rein. Fernsehen. Ich spiel Fernsehen. Oh. Was ist da? Kannst du reingucken, ist wie Fernsehen. Okay, du bist ja mit wenig zufrieden, also... Ja, ne? Ja, gucke, ich brauche keine Juwelen. Ja, gut. Stell mir so ein Leuchtedings dahin, dann reicht das schon. Ja. Steht sie da? Oh, Glitzer. Warte, links runter. Da ist die Druidin. Links runter? Oh. Willst du nicht den Großen noch machen? Doch. Oh. Ja, guck mal, was der sich hier selbst für so einen Spot gemacht hat, so wie so ein Superstar. Ja, der. Aber der konnte, guck mal, der hat ja nur 400.000, das ist ja auch nix. Aber der war famegeil. Was war der? Famegeil. Ja, das war er wohl. Biegsame Wurzel, das ist auch voll der Loot. So, jetzt müssen wir aber hier hinten hin. So, jetzt gehen wir hier hin. Guck mal, das ist noch so ein Famegeiler. Der spielt da Disco mit sich allein. Warum tun die zwei sich nicht zusammen? Dann können sie zumindest zusammen diskutieren. Diskutieren, oh Mann. Ja, das war so ein Thomas-Satz. Echt? Hab ich von dir gelernt. So, komm an jetzt. Zack. Also ich stelle fest, je größer die sind, ne, desto weniger halten die aus. Nachher haben wir so ein Riesenvieh und dann sterben wir da nur. So. Das ist jetzt der letzte oder was? Oh. Wenn die Dorn kaputt machen oder wie? Nehme ich an. Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach. Wusch, weg. So, jetzt steht er da, der Peter. Oh, was? Können wir kaputt machen, oder? Ja, dann mach. Ja, Eindringler, das hast du gut erkannt. Seuchert. Was wird das jetzt? Oh. Das sieht nicht gut aus. Hier tut sich was. Hier brütet was, glaube ich. Kommt irgendwas immer angeschossen. Boah, jetzt ist der schon wieder fort. Und wieder aus dem Ding rausgezogen. Immer weiter rückwärts, Mister. Wo
jetzt? Ja, wir müssen wieder die Mopsies alle kaputt machen. Oh. Oh, da hat's mich hingehauen. Ist tot? Nö. Wieder. Ich lieg nur immer im Dreck. Die pusten mich immer um. Zwar nicht sofort kaputt, aber sonderlich gefährlich ist die nicht, ne? Bams des Zorns. Kyras. Sogar ein göttlich bekommen. Kyras. Oh, oh. Stell dir vor. Was sagt er? Rettet Druiden Laurel. Jetzt müssen wir hier lang. Ah, okay. Jetzt bin ich aber irritiert. Wieso bist du wieder irritiert? So. Was ist denn für eine Irritation? Er sagt mir, hier kann von mir analysiert werden. Aber habe ich schon auf der Bank. Bin ich doch auf der Bank. Na super. Robust. Das erste, Leder, hab ich auf der Bank. Na dann? Ich. Brauchst du nicht. Was ist das hier? Wieso? Geht noch weiter. Das war nicht der Endboss. Ich soll die. Wo bist denn du, Ada? Ja, ich warte vom Weg des Salzwinds. Sind wir hier lang? Bananen, Melone. Ich bin verwundet. Ich brauche Hilfe. Der Bastian ist schon verwundet. Hier hinten ist was im Looten. Perfekt. Den ganzen Weg müssen wir lang laufen. Wieso jetzt einmal im Kreis oder wie? Naja, weil es sind noch Berge hier, oder willst du durch die Berge laufen? Jo. Ich grab mich da rein. Da ist immer noch Loot hier. Ist ja überall in jeder Ecke. Ja. Und wieder. Apple. So. Ja,
Dieser kleine Scheißer macht so viel Radau, dass der ganze Boden wackelt. Ich sag ja, die Großen können nix. Ja, der, jetzt, so ich so sehe, der bleibt da hinten stehen und guckt bloß. Tong, 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 tong. Was haben wir hier? Rüben, Kürbis. Dings, 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 dings. Hab ich alle genommen. Oh, Süßkringel. Ich liebe Süßkringel. Ich hätte gern einen. Das ist jetzt, nö, auch kein Dicker. Sieht nur dick aus. Dicker Trash. Nicht mal Loot. Mhm. Hä, muss schon wieder hüppen. Ach nee, hier oben. Na, und nun? Jetzt weiß ich wieder nicht. Ach, das ist eine Brücke. Musst dich umgucken. Fisch. Hm? Guckst du dich um? Also? Monströser Bär. Ich muss nochmal so richtig aufstampfen. Was haben wir hier? Kuchen? Ja, Kürbis und alles Mögliche. Ist ja lecker. Ja. Oh, jetzt hier ins Meer hüpfen und einfach nur schwimmen. Mach's doch. Springst einfach runter. Guck mal hier. Eine Truhe, ich öffne sie schon. Cool. Ist aber einfach. Hm. Hm? Ach, ist mir ein Dietricher gebrochen. Nicht gesammelt. Macht euren Kopf klar und band den Zauber. Guck an. Bald sind wir angekommen, da wo wir hin müssen. Wir sind doch in der Quest drin, also ist alles in Ordnung. Ich sehe nichts. Siehst nichts. Nur dein Fliegevieh wieder. Ja, und... Hm? Ah, Apple. Apple. Guck mal, da ist... Ui. Food ist alle. Ich hab doch gerade Äpfel gegessen. Reichert nicht, oder was? Warte mal, ich muss was einschmeißen. Dum, 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 dum. Aber vergiss nicht, hier ist ein Buch. Hast du eingeschmissen? Hier das Buch vergessen. Ich bin am Kramen. Wo ist ein Buch?
Schon wieder hüpfen? Ja, glöße Ball. Da willst du gerade anfangen, ist er fort. 5 Millionen. Ja, also. Dodge. Blitzsäule? Ah. Oh, da kommt irgendwas. Hat er ja gesagt. Ach. Ist das ein Druide, wa? Er ist ein Druide. Mal gucken. Jetzt wird. Oh shit. Ach, dafür sind die Steine wieder da. Es folgt Schmerz. Ja, der Bösling macht aber genau da. Das ist gut. Ja. Zu tot? Ja. Auf jeden Fall. Ja, du hast ihn gleich. Meinst du? Ich habe noch 1,2 Millionen vor mir. Ja, das ist doch kein Problem für dich. Machst du es uns auch immer. So kleine Viecher da mit 1,2. Ah ja, hier, oh, jetzt kommt der schon wieder, der Bär. Ja, das Ding, das hat mich getötet. Aha, er dich auch. Na, hat mich auch getötet, ja. So, also nochmal. Das Ding hat dich getötet. Hier stehen Vasen. Oh. Bitte? Ich muss mal gerade gucken, was hier so meine Sachen sagen. Bist du schon am Kämpfen? Nein. Okay, ich glaube, ja. Puh. Ja, aber du warst ja jetzt hinter dem Stein und das hat überhaupt nicht geholfen, oder wie? Nee, das hat da nicht geholfen. Da hätte man irgendwas anderes machen müssen. Hm. Vielleicht hätte ich ihn unterbrechen sollen oder sowas. Unterbrechen ist grundsätzlich schon mal immer ganz gut, ne? Ich werfe euch von dieser Klippe. Das unterbrochen. Nee, die Blitzsäule muss ich erstmal töten da hinten. Oh, jetzt muss ich mal gucken, wo ich jetzt gleich hier Steine finde. Ja, ich hab's geahnt. Ich hab den am Arsch gehabt.
Ich weiß. Nee, du wirst dabei sterben, lass es. Ich versuche es, ich versuche es. Ja, wieder. Bin ich tot. Das war. Ja, das war. Das bringt ja nichts. Wieso bringt das nichts? Nicht mal. Jetzt ist wieder das, das. So. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Also diese Säulen sind ja nicht umsonst da. Aber das Problem war, ich hatte den jetzt nicht, aber davor, als ich gestorben war, hatte ich den am Arsch. Ich bin hinter die Säule und der ist ja mitgekommen. Und dann war es das. Und jetzt bin ich nicht schnell genug weggekommen. Ja, und wie müssen wir das hinbekommen, das Ganze? So, jetzt musst du mir bloß sagen, wann du mal losmachen willst. Bin gerade dabei. Meine Waffe aufzuladen. So. Tja, ich weiß immer noch nicht so genau. Gut, ich versuch's. Der Samen gehört mir. Blitzsäule mal erstmal wegmachen. Ich habe zwei so Feuerhunde weggemacht. Das, was gebracht hat, weiß ich nicht. Aber der Bär macht ja jetzt dieses komische. Kann man den nicht irgendwie stoppen? Bestimmt kann man ja irgendwo stoppen. Da jetzt? Nee, ich kann den nicht stoppen. Aber ich hab's. Jetzt bin ich wieder tot. Ich hab's überlegt. Ah, jetzt bist du tot. Ich hab gedacht, wir hätten es beide geschafft. Kannst mich versuchen, wieder zu beleben in der Zwischenzeit. Einfach mal versuchen. Jetzt bin ich tot. Jetzt habe ich da drin gestanden. Bringt ja nichts. Oh. So zwei Feuerhunde. Aber das hilft ja nicht. Der Bär ist das. Wie macht man das? Muss da in dieses. Wie macht man das weg? Wahrscheinlich muss man direkt, wenn man da drin, der hat, das ist ja ein Brett quasi, der ist ja vorne. Dass man sich durchkugelt zu seinem Hintern. Dass der sich nicht so schnell drehen kann. Ich habe keine Ahnung. Wir müssten nachgucken, wie die Mechanik ist. Ich weiß es nicht. Wolltest du gerade? Ja. Oh. Guck mal da, wir machen. Guck mal, Herausforderungsbanner. Was ist das dann jetzt? Achso, das bedeutet, du machst ja schwieriger. War noch nicht schwer genug. Nur in Veteranfassung. Haben wir aber Glück gehabt. Also ich habe den die ganze Zeit angerempelt, ne? Ich habe den nicht unterbrochen gekriegt. Ich auch nicht. Müssen wir... Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Versuchen wir es einfach nochmal. Ja, na klar. Ich werde euch von diesem Scheißdreck befreien.
dieser Klippe. Das sieht gefährlich aus. Oder kann man das verhindern, dass er zum Bären wird? Vielleicht ist das ein Raid-Dings. Weiß nicht. Weißt du, dass man quasi verhindern kann, dass der in die Bärengestalt kommt? Nee, das war's schon. Schon tot? Nein, das ist ja jetzt wieder ein Bär. Renn mal ganz weit weg von dem, den er dort macht. Ja, wenn ich könnte. Wenn er das Lieder, wenn er das... Ich hab den vielleicht jetzt sowas wegrennen. Von am Arsch. Ja, wohin denn? Ich kann nicht. Ich hab den mal am Arsch. Ja. Ja, ging nicht. Bin ich tot? Oh. Also aus dieser diese Bärengestalt. Jetzt hat er mich wegge. Ich habe eines festgestellt, wenn er diese Kacke macht. Ja, was denn? Der bleibt auf dem Fleck stehen, wenn du wegrennst von dem, dann auch mal deine Gusch. Ich konnte nicht, der läuft dir hinterher. Ich zeig's dir jetzt. Da siehst du, siehst du. Ja. Ach, jetzt hat er wieder nicht hingeguckt. Ich will es dir extra zeigen und du guckst dir das wieder nicht an. Ich hab's dir gezeigt. Ich hab's dir mir angeguckt. Nee, ich hab doch gesehen, du hast den ganzen Bildschirm voll mit dieser Statistik da. Ich hab's aber gesehen. Kannst du denn gleich den Blitzstrahl machen, der dann kommt? Mhm. Dann gehst du zur Blitzsäule gehen, bitte. Kommst du nicht weg? Hast du es geschafft? Nee. Siehst du, ich sag's ja. Verwendet AGK zur Aktivierung von Fähigkeiten, um ihre Effekte anzuholen. Na, siehst du mal, jetzt haben wir es nie geschafft. Aber du wolltest einen schweren Dungeon. Ja, ja, wollte ich auch. Bleib mal hinter dem. Ich versuch mal trotzdem hinter so ein. So ein Stein das nächste Mal zu blenden. Der kommt hinterher, glaub's mir einfach. Habe ich alles schon ausversucht. Der läuft dir hinterher. Na, ich versuche es jetzt nochmal. Da brauchst du irgendwie einen Tank, der den festhält. Hängt mit mehr Leben. Ja, wir haben hier keinen Tank. Ja. So. Ist bereit? Ja. Ich. Säule.
Hat nicht geklappt, der Säule. Sag ich doch. Du glaubst mir ja immer nicht. Doch, ich glaub dir. Geladener Odem. 39.000. Doppelter an Leben. Das kriegen wir nicht weggeheilt. Hast du irgendwie überlebt? Ja, mit meinem Trank. Naja. Schade. Den müssen wir uns echt mal dingsen. Googeln. Ja. Weil wenn du die Mechanik genau weißt, dann klappt das. Aber so. Och, Manu, ich wünsche mir ja einen schweren, ne? Aber der muss dann auch noch zu. Der muss dann noch gehen. Ja, guck an. Sollen wir es nochmal versuchen? Ja, ich glaube, das bringt nichts. Also, ich gehe jetzt nochmal zurück. Wir machen gleich noch eine Suche und dann suchen wir uns noch einen Dungeon aus. Okay? Ja, okay. Was ist denn mit unserer Quest? Haben wir die erledigt? Nee. Nee, die können wir Das abbrechen. ist der da. Können wir abbrechen. Bist du schon da? Ja, ich bin im Warenfeld. Zu Spielerreisen. Städte sind so lebendig, wechselhaft und unsicher wie die Leute. Manche sind gut, andere sind böse. Oh. Manche machen einem Geschenke, andere. Gucken, Reparaturkosten bestimmt. Wenn's hoch. Traurig. Schade, dass wir es nicht geschafft haben. Ja, weiß ich nicht. Entweder muss man komplett verhindern, dass der in die Bärengestalt kommt, obwohl ich das glaube ich eigentlich nicht. Weil wir haben ja versucht irgendwie. Das kann es eigentlich nicht sein. Oder aber wir machen irgendwas so richtig doll falsch. Muss mal googeln. Irgendwas haben wir. Entweder haben wir wirklich was falsch gemacht, wie du so schön sagst, oder. Ja. Weil wenn der das, dieses Dreieck macht da, ne? Der dreht sich ja komplett mit dir mit. Also das Einzige, was man vielleicht machen kann, eine Rolle durch ihn durch an seinen Hintern und dann die gleiche Drehung mit ihm vollbringen, weißt du? Also durchrollen zum Popo und dann drehen, dann müsste das im Prinzip so sein, dass der uns nicht kriegt. Ja, Aber ich habe das nie hingekriegt. ich denke, das hat was ganz anderes zu bedeuten. Wahrscheinlich braucht man da einen Heiler, der dann die ganze Zeit permanent heilt. Der sagt, okay, der wird gerade anvisiert, der braucht jetzt direkt fette Heilung. Vielleicht waren wir auch einfach nur zu blöd. Braucht eine starke Selbstheilung. Das ist es. Jetzt bin ich jetzt so durcheinander gewesen. Da werden wir noch mal. Perfekt. Taschenplätze sind auf 23. Irgendwie habe ich. Ach, alles. So. Meine Werkstatt. Perfekt. Packe ich erstmal was auf der Bank wieder. Ich könnte jetzt ja ein. Ich muss mal auf die andere Seite. Die andere Seite. Hier war schon. Ich hier schon? Ich bin so durcheinander jetzt. Meine Werkstatt ist eure. Nee. Siehste? Ich wusste es doch. So, jetzt kannst du. Such du einen Dungeon aus. Such du meinen aus. Du kannst ja ne, hast ja eine Riesenliste. Ich lasse mich da überraschen. Ja, sofort. Warte mal gerade. Ich
guck noch gerade hier einmal den. Dung, dung, dung. Muss eigentlich auch noch zur Bank. Gut. Warte, ich guck mal eben. Und zwar mache ich das hier rüber. Sagen wir mal die Anstalt Sanctorium. Messingfeste. Ehrlich, willst du einen Raid machen? Ich war jetzt ein Raid. Ganz allein. Ich laufe da einfach durch. Wird ja schwierig haben. Ah, das ist eine Prüfung. Ja, wer lesen kann, ist meistens schwer im Vorteil. Ich dachte nur, kenne ich irgendwie so gar nicht, deswegen. Was ist denn mit Kanalisation auf 2? Da werden wir auf jeden Fall sterben. Der zweite Boss, also eigentlich der erste. Also im Sterben habe ich aber jetzt so richtig Erfahrung. Und die Orkaninsel kennen wir die schon, kennen wir auch schon. Spindeltiefen 2. Ja, mach mal die 2 nicht, die wird wahrscheinlich irgendeine Todesmechanik haben. Oder wirklich so dritt. Was ist denn mit. Ach, haben wir auch schon. Haben wir doch alles schon gemacht. Weißgoldturm. Der Weißgoldturm. Dann? Zum Weißgoldturm. Aber warte mal, Imperial City. Da kommen wir gar nicht hin. Da kommen wir da nicht hin. Ist das nicht diese PvP-Stadt? Na, nur mal so, was wissen, ist es Prüfung oder Dungeon? Kaiserstadt, komme nicht hin. Das ist jetzt richtig, das ist ein Verlies. Da können wir hin, da kommen wir hin. Wenn du darauf gehst, kommen wir hin. Ja. Das kenne ich nämlich nicht. Weißgoldturm. Dann gehen wir da hin. $664 kostet. Ach so, ich dachte, das ist ein Spieler schon. Nee, ich gucke jetzt hier unter dieser normalen Liste. So. Aber wir haben in der Kaiserstadt, da haben wir kein Kaiserstadt-Abbrechen. Warte mal. Doch, geht. Ja. Ja, mach mal. Ich weiß nicht, wie das geht. Vor der Kaiser. Komm's. Da kommen wir nicht hin. Wo war denn das gewesen? Das ist irgendwie PvP-Gebiet. Ja, PvP machen wir ja nicht. Eben, da oben wahrscheinlich. Mal hier, Gefängnis der Kaiserstadt Verlies. Und wo waren wir noch? Wo war denn das andere? War das Gefängnis oder wie hieß das? Ja, aber da waren wir nicht alleine. Da waren wir, glaube ich, mit der Gilde mal unterwegs. Kann sein. Warte, ich suche was anderes. Doch, ist der Weißgoldturm ist hier. Wenn ich jetzt hier rangehe, klicke, ja, dann bin ich im Weißgoldturm. Hast du ihn gefunden? Jo, und sogar hat gar kein Gold gekostet. Dann bin ich zu blöd für sowas. Zu Spielerei, so ein... Lass mich dabei. Jetzt. So, jetzt tun wir nochmal sterben. Ich bin jetzt gespannt. Da haben wir sogar eine Quest wieder. Also erstmal mache ich die Quest hier weg. Warte. Das war, wo waren wir denn eben? Waren wir eben? Am Ende, Schwester. Wir hatten unsere Differenz. Hochinsel, ne? Mhm. Ja. So. Und jetzt sind wir hier. Ja, das stimmt. Dann lasse ich euch noch einen Augenblick. Ah, da ist eine Quest. Rucksack. Na gut, dann holen wir erstmal Rucksäcke. Ich häng fest. Rucksack, Ständer. Naja. Endlich seid ihr hier. Von Rheingar. Ihr sollt mich. Kann sie überreden? Eine gute Frage. Ihr sollt mir doch helfen. Ich bin die Letzte. Sie kümmern sich. Ich ließ. Ihr werdet bei Zeiten mehr. So. Alles durchgeklickert. Und die Quest ignoriert. Wie jetzt? Die Quest ignoriert? Nein, die Quest damit ignoriert, weil ich sie nicht mehr angehört habe.
dachte schon. So, sieht aus wie Kanalisation hier. Ja, manchmal sind es die gleichen Motive, die genommen. So, guten Tag. Oh, ich habe hier einen Purzelbaum gemacht, wollte ich gar nicht. Hast du Fässer genommen? Muss ich hier hoch? Mhm. Oh, ich bin schon hoch. Der grüne Kaiserweg. Bisschen braun aus hier. Da ist ein Angelwagen. Hä? Ach ja, der ist leer. Ich habe den gerade leer gemacht. Aber das sind beiden Hände. Hoch, runter. Oh, guck mal, schon wieder so ein Durcheinander. Guck dir mal die Karte an. Wer soll das da? Der... Ich weiß, wo lang. Ich tapper dir mal nach. Glückwunsch, sagt er. So. So, und jetzt? Immer hier durch. Sieht aus wie auf dem Melatenfriedhof. Melatenfriedhof. Ich habe zwar kurz für ein Jahrzehnt fast in Köln gelebt. Ersten Jahrzehnt, aber ich habe nie den Melatenfriedhof besucht. Echt nicht? War noch nie da drauf. Das geht ja nicht. Oh. Warte mal. Ich will nicht schippen. Wir gehen außen rum, oder? Ja, wir müssen außen rum. So eilig habe ich nicht mit dem Sterben, eigentlich. Mir tut nur der Schädel weh von den 15 Mal eben. So eine Wiedergeburt ist auch nicht ohne, sag ich dir. Ja, hat ungefähr so knappe 500 oder 600 Gold gekostet. Wiedergeboren werden. Oh. Na gut, also. Ist hier was? Ja, da oben ein Gegner. Alles tote Gegner. Kommt es so vor, als ob der einfacher ist? Nee, die Mobs eben waren auch einfach. Das war jetzt auch, war der Endboss, ne? Der es da in sich hatte. Mhm. Guck mal, ist so ein kleiner Dickerchen wieder. Och, Mausezahn. Wie greift der denn? Der hat ja noch nicht mal. Der kann ja nicht mal eine Kaffeetasse halten. Wie trinkt der denn morgens seinen Kaffee? Da denkst du, wieso der so ungemütlich ist und dich verprügeln will? Ja, weil er keinen Kaffee hat, ja, verstehe. Ich werde auch grantig, wenn ich keinen Kaffee kriege morgens. Ja, ich kenne das. Das erste, ich mach die Augen auf, Kaffee. Das erste Gedanke. Ja, und dann ist die Frage, bleibe ich im Bett, bleibe ich nicht im Bett? Nee. Für mich ist Aufstehen Kaffee. Na ja, gut, dann hast du ihn ja schon fertig gemacht. Komme ich dann runter mit Lupo? Heute kann man freiwillig runter. Ganz allein hat er sich die Treppe runtergetraut. Ich fasse es nicht. Hier muss ein Gegner sein. Der taucht jetzt auf. Da, guck. Ach nee, da. Hier so eine... Wie hieß die? Hydra oder... Nee. Ashara. Ashara. Ist wieder aus einem anderen Spiel, aber... Wo ist denn mein Ulti? Ich habe das schon 100-mal gedrückt. Also ehrlich. Drückst du es nochmal? Drückt die Tasten immer so schnell, dass die sich alle gegenseitig verschlucken. Ich muss ein bisschen ruhiger werden. Ja. Weil das sage ich mir schon seit ein paar Jahren. So. Das war jetzt nicht so schwer. Ach, unsere beiden Jungs waren tot. Echt? Ja, die haben sich da wieder ins Verderben gestürzt. Guck mal, die haben hier einen roten Teppich für mich ausgelegt. Das finde ich aber... Ui. Ist aber mal aufmerksam. Guck. Gehst du denn hin? Ja, ich auf meinem Teppich muss ich doch einmal wandeln. Den haben die doch extra für mich hier ausgerollt. Mhm. Die haben nur hier den Vorgänger vom Thron nicht weggeräumt, ne? Ja. Jetzt kann ich mich da nicht hinsetzen, weil der da noch, also ehrlich, wieder nur halb vorbereitet alles hier. Wo? Ach, da. Mach da ein paar Lichter. So. Jetzt hauen wir alles platt, was uns entgegenkommt. Jetzt macht er mir wieder die Tür vor der Nase zu.
Du bist zu langsam mit der Tür. Hat man dir eigentlich nicht beigebracht, dass man die Tür aufhält? Ja. Aber nicht bei mir, oder wie? Das hat ja wieder eine Ratte getötet. Ja. Bei dir. Ich hab Ärger mit dem Bastian. Ich halte dir die Tür auf, Süße. Wann? Au. Hat dir schon oft die Tür aufgehalten? Ja, hier haust du sie mir immer vom Kopf. Das ist ein Bug. Der Bug ist aber bei dir, oder? So. Wie meinst du das? Erörter das mal. Nö. Dass der Bug bei mir ist. Künstlerischere Freiheit. Künstlerischere? Immer. Jetzt wieder jemand Wäsche aufgehängt. Also mit Wäsche aufhängen haben wir. Ey, was machst du denn da? Ich hab nichts gemacht. Ich hab mir die Wäsche hier angeguckt. Ja, toll. Vielleicht hörte die Wäsche jemand. Jetzt haben wir hier Jugendheim. Schullandheim. Hier, guck, mit so Doppelbetten. Aber jetzt geh nochmal zurück. Was war denn da? War da was? Ja. Geschenke? Was denn? Da ist doch ja nichts. Ich war noch nicht fertig hier am Guckern. Och, hab ich alles längst gemacht. Ja, dann gehen wir hier lang und guckern. Hier ist noch was. Oh, ein Rucksack, der ist leer. Leer, 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 leer. Ist das ein Sack? Eine Haube? Ich nicht. Boop. Sag ich immer so Lupo. Hat der jetzt hier gemacht? Ich habe eine Flasche genommen, da hat's Boop gemacht. Rucksack. Alles aufnehmen. Oh, keins Tränen. Lup. War ein Krug. Jo. Und eine Tomatenkiste. Lup. Hier sieht's aus. Hier müssten wir mal zusammenfegen. Okay. Lass mal gucken, wo wir lang müssen. Eigentlich müssen wir kurz mal hier den Rucksack angucken. Kiste und den Sack. Geh ich mal hier um die Ecke gucken. Kann ja sein, dass das ein versteckter Boss ist. Und ist da was? Nein. So, Mist. Hm. Hier ist auch wirklich nichts. Ah, doch, hier war was. Ein Schild. Ja, ein Schild. Knochengerüst. Da ist was. Ja. Och. Zerfleischerin. Ich hab sie gebraten. Gebrateriert. Guck mal hier, ein Bild. Kannst du das mitnehmen? Nö. Schade. Kannst du abmalen? Wartest du so lang? Ja, ich mach mal den Dungeon leer. Untere Bibliothek, da müssen wir wieder Bücher lesen, da sind die Jungs glücklich. Jetzt hab ich dich mal vorgehen lassen und du hast mir die Tür vor den dazu geknallt. Ja. Das finde ich nur gerecht. Hast du mit Absicht gemacht? Guck, wie das hier aussieht. Ich erwarte eine Bibliothek und dann so jetzt hier. Guck. Da keine Bibliothek. Guck mal, was da ist. Was da leuchtet. Ah, eine Schatztruhe. Na komm. Nein, auch nicht. Die ist durchschnittlich, die Truhe. Na. Schön auf, ich will sehen, was ich kriege. Eine Halskette. Habe ich noch nicht. Was haben wir hier? Habe ich auch noch nicht. Binden. Bindern. Hab viel zu binden hier. Lädrafetzen. Na denn? Ring eines Gefährten. Aggressiv. Ja, ja, nur warte, ich bin am Kramen. Darf ich nicht? Doch. Schon. Ja, ja, ich... Komm ja schon. Hab ich doch ja glatt mich vergessen. Guck mal, hier so ein kleiner... Guck
Krokodilmann. Krokodilmann. Bergkrokodil oder sowas. Hier ist eine Port. Wir gehen mal durch, oder was? Was ist eine Port? Eine Tür. Ah, dann sag doch, dass es eine Tür ist. So, hier sieht's, ach. Oh, hier, Bücher. Leer? Stimmt doch ja nicht. Guck mal, ganz viele Bücher. Alle leer. Aber ist gelogen, ne? Oha. Hier ist nichts. Genau hier habe ich sie gelassen. Gebt mir einen Augenblick. Ihr werdet sehen. Au, au, au. Och, da dröhnte der Schädel. Was passiert jetzt? Wir müssen Aua machen. Das sind drei. Eieiei. Das weiß ich nicht. Müssen wir die trennen? Müssen wir die beisammen halten? Oh, hier, der macht Feuer. Das finde ich doof. Okay. Also, ich kann dir nur eins sagen: Die müssen wir töten. Ach so. Ja. Ich wollte ja gerade meine Freundschaft anbieten. Also, oh, oh, hast du sie gesehen? Hm. Der hat mich weggezogen. Da ist ja wieder die Feuertante. Fräulein. Feuertante ist tot. Ja, ich weiß. Ich habe ja auch alle Mühe dran gehabt. Wir sind sie alle drei tot. Oh, das war jetzt nicht so schlimm. Hier, oder? Weiß nicht. Nee, da sind wir hergekommen. Doch, ist richtig. Wieder zurück? Ja, in dieser Richtung. Na gut. Untere Bibliothek, na dann. Oh ja, stimmt. Dann gehen wir links rum. Hier ist ein sprechender Stein. Kaiserin Regentin, ich kam so schnell ich konnte. Wie können die kaiserlichen Legionen euch dienen, Hoheit? General Velaryon. Ihr müsst mir eines eurer Elite-Regimenter überlassen. Ich... natürlich. Aber zu welchem Zweck? Die Kaiserstadt quillt über vor Daedra. Nur ein einziges Regiment. Sie sollen mir persönlich Bericht erstatten. Ich brauche absolute Geheimhaltung. Sie werden euch in eurem Namen dienen. Hm. Wie ihr wünscht, Kaiserin Regentin. Hier sind Ruhe. Einfach. Ich hab nur ein Pünktchen für dich. Oh, ist aber nicht schlimm. Eine lange Freude an sowas. Mach schon, Geschenke. War schon längst offen. Du bist schon bis um die Hüfte. Dann sind die schon längst offen gewesen, das Ding. Oh. Ja. Hab ich noch nicht. Binden. Na denn? Was ist das? Dings, Dings und Dings, Dings. Angenagter Knochen. Jo. Hetz mich nicht. Das macht immer Spaß. So, jetzt. Hm. Oh. 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 Was seid denn ihr für welche? Wieso bin ich jetzt hier in Schwarz-Weiß? Irgendwas stimmt bei mir nicht. Ich bin hier in die 50er Jahre zurückgebeamt. Echt? Ja, ich habe einen Schwarz-Weiß-Bildschirm. Ach, ich glaube, bei dir ist die Farbe alle. Das ist was? Die Farbe ist alle, du musst nachkippen. Ja, bestelle ich morgen. Aha. Jetzt habe ich auch schwarz-weiß. Ah, meine Farbe ist auch alle. Jetzt habe ich bunt. Ja, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Wahrscheinlich über den Druckerpatron muss ich jetzt nachkaufen. Es schüttert dann in deinen Computer rein. Schuldert morgen. Vielleicht ist es ja sowas im Kronenshop. So extra Farbe kaufen. Ja, da gibt's Farbe. Habe ich schon gesehen. So Farbtöpfe. Oder für Leute, die gerne ausmalen. Ja, passt doch. So. Sag mal, hat das hier mal ein Ende? Hier ist irgendwie ein Nest. Kann das sein? Mhm. Och, hier kriegst du ja Herzklabaster. Wartet jetzt endlich. Ich hast du jetzt wirklich schon Herzklabaster bekommen bei sowas? Ja, da wurden immer mehr und mehr und mehr. Das ist nichts für mein altes Herz. Altes Herz. Haben wir hier noch jetzt? Nee. Nee.
Ja, sind wir die, dann denke mal, steht eine Truhe rum, aber es sind nur Blöcke. So. Da ist nix, da ist auch nix. Ach, guck mal, ein sprechender Stein. General, ich bin sicher, ihr habt heute schon mehr als genug zu tun. Wie kann ich euch helfen? Meine Offiziere haben mir berichtet, dass ihr Legionsmitglieder zu eurer persönlichen Verwendung angefordert habt. Dürfte ich fragen, warum? Habt ihr vor, sie auch an die Daedra zu verfüttern? Achtet auf euren Ton. Ich habe mich bereits für den Vorfall entschuldigt. Ich bin keine Strategin, aber eure Männer sind nicht umsonst gestorben. Ich werde eurer Bitte nicht stattgeben. Das ist ein Befehl eurer Kaiserin, General. Bei allem gebotenen Respekt. Ich weiß, ihr habt die Posten persönlich besetzt, General. Wurde eure Tochter nicht bei einem der letzten Angriffe verletzt? Ist das eine Drohung? Die Heiler sagen, wir können es nicht riskieren, sie aus der Stadt zu verlegen. Und diese Waffen... Sie allein halten die Daedra davon ab, euer Herrenhaus einzunehmen. Doch sie sind auch eine Verschwendung militärischer Ressourcen. Ich helfe euch, indem ich sie dort lasse, wenn ihr mir helft. Denkt darüber nach. Jo, die üblichen Spielchen, ne? So läuft das. Oh, Feinde! Das Vergessen soll euch holen. Wisst ihr, hier war der Kammerjäger lang nicht mehr. Ja. Da ist auch noch eine um die Ecke. Da, oh, da kommt mehr. Ist da noch was? Ah, hier ist auch noch einer. Da kommt einer aus der Ecke. Der Asan da. Ich fühle eine gewisse Feindseligkeit. Echt jetzt? Nö, wir haben uns hier alle lieb. Das ist im Grunde, ist das hier ein Kuschelclub. Ne? Mhm. Das darf man halt nicht so ernst nehmen hier. So. Mal hier gucken, was hier ist. Hier ist nichts. Wie immer. Bist du? Du bist in eine andere Richtung gelaufen. Ja, wie immer. Ich habe hier so einen Krokodilmann gefunden. Na dann. Immer rauf auf den Krokodilmann. Pam, muss nochmal nachtreten. Ey. Mal hier gucken. Und wieder zurück. Noch so einer. Mhm. Uppala. Zerschlagene Lehrer. Hm. So, sind wir da. Die Ebenenverschmelzung ist majestätisch und schrecklich zugleich. Aber ich schätze, dass das Schreckliche dann doch überwiegt. Wartet euch! Ich glaube, hier kommt gleich ein... Ah, guck an. Ui. Oh, guck. Ah, hier noch durch. Ei, ei, ei. Oh, 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 oh. Was hast du denn? Da geht's aber tief runter. Darf ich nicht hingucken? Da wird mir ganz anders. Na, dann spring einfach runter und guck nach oben. Ob mir das helfen wird? Ich weiß es ja nicht. Oh, je. Oh, oh, da ist ein solcher. Ach, der kann nix. Und jetzt kommt sein Pump tot. Da müssen wir raufhauen. Die ist ja nicht so ganz nett, ne, die alte. Was ist das da in der Mitte für ein Dings? Au, der macht auf. Macht der auf? Ich weiß nicht, was der macht. Zerschmettert diese Risse. Zerschmettert wen? Die Risse zerschmettern. Nicht noch irgendwie was startet, dann geht die kaputt. Weiß.
Na gut. Hey, hey, hey. Das war jetzt was. Wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch. Nein? Was geht noch hier durch? Leicht gepolstert. Was soll ich denn damit? Eine leichte Polsterung. Ein Sofakissen. Wo bist du? Ah, da. Ich konnte ihre Lass mich nicht alleine. Die kaiserlichen Gemächer. Oh. Guck ich mal in die Schubladen. Wie sieht das denn hier aus? Das sieht nicht so kaiserlich aus hier, ne? Oh, oh, oh. Das ist die Leibwache, oder wie? Mhm. Kann ich was looten, ne? Komm. War gut umgeboxt. Feindseligkeiten beendet. Zeit zum Entspannen. Jetzt will er wieder Tee haben. Ich lach mich kaputt. Komm. Ja, so ein Irrsinn. Deswegen sind wir hier drin. Au, Bretz. Ach, der mir voll Bretz hier. Und hier, oh, da steht jemand. Dann hauen wir ihn um. Er ist aber nicht begeistert. Wieso nicht? Hier liegt eine Verhörnotiz oder also was? Nochmal. Liegt ein Zettel unten. Eine Schriftrolle? Jo. Aber irgendwie. Verhörnotiz. Sprechender Stein. Okay, das war aber eine Orgie, ne? Die sind bei einer Orgie gestorben. Guck. Sie werden gebraucht. Der Uferbezirk muss Ui. Kaiserin, dieses Viertel hat keinen strategischen Wert. Ihr würdet diese Männer für nichts und wieder nichts in den Tod schicken. Warum stellt ihr euch mir weiterhin entgegen? Warum besteht ihr darauf, General zu spielen? Ich muss das ablehnen, Kaiserin. Dann wird der Ältestenrat von den zusätzlichen Posten hören, von euren fragwürdigen Befehlsentscheidungen. Droht mir ruhig. Meine Männer sind mir treu ergeben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass die Legion Krieg, fertig General. Mit euch ist. Geht zurück und herrscht über euer Kaiserreich oder das, was davon übrig ist. Hm. Okay. Bin nicht gut. Der hat wenigstens noch, ne? Was hat er? Eier. Kommt und holt uns doch. Der sagt, nö, kann ich nicht verantworten. Dein Job ist regieren, mein Job ist der Krieg. Halt dich raus. Tschüss. Hier geht's nicht weiter. Schwerer Sack. Oh. 5 weltliche Runen unter anderem. Mhm. Das gefällt. Na gut. Doch gut aus, was wir hier geschafft haben. Nur das ist ja nur hier. Die Mopse. Upse. Die Mopse. Ein Angelwagen. Aber da kann, oder war ein Schild und beiden Händen dran. Ja, ich wollte gerade sagen, nichts Angeldings. Hm. Warte mal, ich gehe erstmal durch. Das Portal. Erstmal gucken. Hm, da war nichts. Hm. Oh. Jetzt kriegen wir auf die Schnauze. Dann machen wir erstmal Platz. Nicht Molag Bal, sondern Molag Kena. Oder wie? Mhm. Also ich tu mal meinen Dings hier hin. Pam. Mein Ulti.
Ach, der dreht sich da was. Wir müssen aufpassen, damit wir nicht getroffen werden von diesem Blitz. Also, jetzt müssen wir die anderen kaputt machen, da unten rum. Oh. Mir geportet. Oh, wupp. Da liegt sie im Dreck. Ein Schlüsselfragment habe ich wieder bekommen. Hm. Jetzt habe ich 18. Wie viel braucht man davon? 50? Weiß nicht. 150? 60 oder 150, ja gut, dann. Wir müssen durch dieses Portal hier. Moment, ich bin am Graben. Ich komme, wo bist du? In der Mitte. Mhm. Aber da, oh, da lag noch was, da, oder nicht? Tut da nicht noch was leuchten? Nee. Zu spät. Bin ich jetzt im Himmel? Nee. Wir sind. Das war's jetzt. Hier ist die Quest. Und ein Zettel. Es tut mir leid, dass ihr euch hier allein stellen musstet. Ich hatte in der Schrift, morgen wird das erste Mal seit vielen Jahren sein, dass ich nicht der Weißgoldturm gehört. Die Schrift. Was heißt denn Heu? Ein Fertigkeitspunkt. Achso. Tja, und noch einen Champion-Punkt dazu bekommen. Hm? Ein Punkt, dann kann ich aktuell hier zusätzliches Gold und danach sind es 6% zusätzliches Gold. Okay. Wunderbar. Dann haben wir es geschafft. 3 Dungeons, obwohl wir einen nicht bis zum Ende geschafft haben. Doch, bis zum Ende haben wir ihn geschafft, aber wir haben bloß nicht beendet. Den Endboss, den haben wir nicht. Vielleicht war es doch der vorletzte Boss oder der vorvorletzte Boss und das ging. War das nicht der letzte? Könnte gewesen sein, ich weiß es nicht. Aufweia. Aber hat wieder Spaß gemacht. Na, wir haben uns ja fast den Schädel eingeschlagen. Wieso? Wir haben keinen Schädel eingeschlagen. Haben wir nicht? Nein. Aber bei mir ist alles noch gut. Ja. Auf jeden Fall ist eins klar, am Montag laufen wir beide nicht. Conny ist wieder am Dienstag dran und Mittwoch bin ich wieder online. Dann sehen wir uns. Noch ein schönes restliches Wochenende wünsche ich euch. Jawohl. Na, dir auch, Süße. Auf jeden Fall. Mir auch. Oh, das ist aber toll. Mhm. Und einen schönen Montag. Oder Montag ist es nie schön, aber trotzdem kommt. Nein. Heute ist Sonntag. Morgen ist heute. Morgen. Morgen ist Montag. Morgen ist Montag. Also. Vielleicht durcheinander. Ich wünsche einen schönen restlichen Sonntag. Schönen Start in der Woche. Und wir sehen uns auf meinem Kanal am Mittwoch und am Dienstag bei Conny. Jawohl. Auf Madame Goldini. Du hast wieder das letzte Wort bei mir. Ich. Hm? Du kannst auch Wünsche äußern. Traurig. Warum? Ich wollte dem Boss so richtig die Zahnreihen polieren. Ja, mach das mal mit dem Sturmadrenalchen. Aber der hat mir die Zähne gerichtet. Was mit einer Dummy-Puppe? Kannst ein paar Mal raufhauen. Ich muss üben, ne? Ich muss überhaupt, also da, mein ganzes, da wo du gerade bist, das muss ich mal alles bei mir durchgucken. Da stimmt irgendwas nicht. Na gut. Ja. Heia, Bubu. Das ist ein langer Abschied. Ist ja immer so. Die Woche geht zu Ende. Wir sind voll die Profis. Kein Intro, keine richtige Begrüßung, eine lange Verabschiedung. Das kommt noch. Wir sind in einer. Das sind halt wir. Das kommt noch. Wir sind in einer Experimentierphase, sind wir. Und wir entwickeln uns immer nach und nach und nach. Und dann wird es immer besser. Wie sagt Loriot, ich übe noch. Als der in Rente gegangen ist. Ich übe noch. Ja, wir üben noch. Ja, vielleicht wird es mal richtig gut oder wer weiß, vielleicht auch nicht. Ja, klar werden wir richtig gut. Gut. Hallo? Jetzt aber wirklich gute Nacht. So.
Tschüss. Tschüss.